Ich liebe diese Musik von Team Aqua, tut mir leid. Der hatte, glaube ich, Rauhaut, oder? Oh Gott, das wird jetzt bestimmt schön schmerzhaft. Ja. Rauhaut. Aua. Bam, 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 bam. Oh, und das war's mit Sister. Das habe ich nie aufgepasst. Na gut, ich habe schon aufgepasst, aber... Machen wir mal Flügelschlag. Müsste ihn aber eigentlich auch was abziehen, oder? Also mir selber? Nein! Doch! Hat doch verletzt, doch. Die Rauhaut. Ja, ein Levelaufstieg. Habe ich eigentlich sowas wie ein Beleber? Oh. Geschlagen von einem Kind. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh Mann, was für ein Desaster. Der Boss wird verdammt wütend sein. Pa, du Waschlappen. Ich werde das Ding schon schaukeln. Sobald wird von Team Ruppel eingesetzt. Ach, in den Kampf geschickt. Ah ja, eingesetzt. Den Kampf ist das dasselbe. Ja. Also ist nicht sehr effektiv. Aber ich schrecke zurück, das ist natürlich wieder doof. So, ich trinke mal meinen kalten Kaffee aus. Echt jetzt? Was macht mein Fifchen da eigentlich gerade? Es ist irgendwie nur gegen sich selber hier. Moment. So. Ich werde dann, wie gesagt, gleich wegen Mittagessen aufhören müssen. Punkt 12 hat schon angefangen. Also die wichtigen Themen verfasse ich heute. Ich will natürlich wieder den Schwachsinn sehen. Aber ganz ehrlich, in den Nachrichten läuft neben den zwei, drei wirklich interessanten Themen nur Schwachsinn den ganzen Tag. Ich weiß noch nicht mal, was ich zum Mittag gleich essen werde. So, ansonsten... Ja, ansonsten... Ansonsten... Ich werde mich jetzt nur auf Pokémon erstmal die nächsten Tage konzentrieren. Also die nächsten Aufnahme-Sessions werde ich mich nur auf Pokémon konzentrieren, weil ich das hier Projekt... Ja, Projekt... 1, 2, 3 Projekt ja abschließen möchte, auch für euch. Hat sich verrückt. Schwalbini, jetzt reicht's langsam, ne? Ey. Und weg. Nein. Hättest du die Güte, dich jetzt ist nicht mehr verwirrt. Danke. So. Ja, ich werde mich, wie gesagt, jetzt eine Weile nur auf Pokémon stürzen. Ich möchte mit Pokémon nämlich jetzt ehrlich gesagt endlich mal fertig werden. Wie gesagt, die anderen sind dann schon, ne, und ich hänge noch hier rum. Ich bin eine schlechte Gegenstück-Let's Playerin. Aber das habe ich ja von vornherein eigentlich, glaube ich, auch schon gesagt gehabt, dass ich da ein paar Probleme habe, aufgrund halt meines Zeitmangels regelmäßig was rauszuschmeißen. Und... Ja, es war eigentlich... Eigentlich hieß es ja, es sei okay. Ich selber ärgere mich zwar drüber, aber ansonsten... Was ist Trüppel? Was? Ich habe auch verloren. Ja! Bam, bam, bam. Und nun, wenn wir die Stücke nicht bekommen, können wir uns auf etwas gefasst machen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein nervendes Kind meine Nerven nervt. Das ist auch geil. Oh, der Boss. Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht.
Und was sehe ich? Ihr Idioten lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen. Ich bin Adrian vom Team Aqua. Kannst du mir verraten, warum du dich in die ehrbaren Pläne von Team Aqua einmischt? Pokémon, Menschen, alles Leben basiert auf den Kräften des Meeres. Daher setzt Team Aqua sich für die Ausweitung des Meeres ein. Meinst du nicht auch, dass wir uns eine großartige Aufgabe gestellt haben? Du bist wahrscheinlich noch zu klein. Du kannst unsere Ideale einfach noch nicht verstehen. Aber wenn du dich jemals wieder gegen uns stellst, wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Das ist eine Warnung. Leb wohl. Tschüss. Du bist Mai. Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich vergessen, dass du uns die Teile von Devon gebracht hast. Mai übergibt Devon-Wahn. Endlich! Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nun. Tschüss. So, haben wir wieder ein Stück geschafft. Was machst du hier noch? Ei, was machst du hier? Ich bin vom Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft. Erinnerst du dich? Hier, das ist für dich. Vergeben und vergessen. TM46 erhalten. In die Tasche. Verdammt. Du hast unsere Pläne zunichte gemacht. Ich wollte dir Ausgleich etwas mitgehen lassen, aber warte, du bekommst deine Belohnung auch noch. Was haben wir denn jetzt gekriegt? Oh. Okay. Gut. Haben wir eine neue TM. So, jetzt können wir, glaube ich, auch schon weitergehen. Hier war ja keine Arena in dem Ort. So. Ja, ich würde sagen, wir können gleich weitergehen. Oder wollt... Ach komm, wir probieren einen Wettbewerb. Extra für euch zeige ich euch mal einen Wettbewerb. Ah ne, das ist die Hyperklasse. Da sind wir noch lange nicht. Wir brauchen auch noch so eine Karte. Stimmt, wir dürfen da noch gar nicht dran teilnehmen. Da war ja noch was. Für alles brauchst du ja irgendwelche Karten und Erlaubnisse und... Ach. Zack. Ich würde überall hingehen, um meine elisischen Pokémon zu präsentieren. Was auch jetzt immer wieder elisisch bedeutet. Alter Schwede. Ein Plusle. Ja. Das sind die letzten Zuckungen jetzt, bevor ich die Aufnahme beende, ihr Lieben. Eigentlich würde ich weiterspielen wollen, aber es geht ja leider nicht. Ich muss auch mal was essen. Ich hasse übrigens dieses Bing, 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 wenn die im roten Bereich sind. Also ich sag mir, entweder sind sie ganz hops oder bleiben im gelben bitte stehen. Das rote ist absolut nervig. Eventuell nicht an. Ja, paralysier. So, ja, übrigens, worüber ich mit euch noch reden wollte, fällt mir gerade so ein. Mein Handy schon wieder rumpiept. Wie ist denn das bei euch eigentlich so? Legt ihr Wert auf teure Handys, Handys, die alles können? Oder eher auf
ältere Modelle, die gerade so internetfähig sind. Oder... Also ich selber, also fangen wir mal so an, ich selber habe nie viel Wert drauf gelegt, dass das Handy alles kann, dass es überschnell ist, dass es mega viel Speicherplatz hat, wobei das schon wichtig ist, viel Speicher zu haben. Oder worauf ich selber auch immer relativ wenig Wert gelegt habe, ist halt, dass ich mit diesem Handy, wie gesagt, alles machen könnte. Das ist so ein Handy ist ein kleiner Minicomputer, sehe ich ein. Aber ich musste auch nie das neueste Modell und alles haben. Dass ich dieses Modell, was ich jetzt besitze, habe, was nicht gerade schlecht ist, muss ich auch dazu sagen, lag einfach nur daran, weil ich meinen Vertrag gewechselt habe. Also den Anbieter und dann den Vertrag ummodellieren musste nach 2 Jahren dann schon wieder. Weil aufgrund von diversen Veränderungen hat sich das halt ergeben, dass mein alter Vertrag irgendwie ja nicht mehr für mich das Richtige war. Jetzt habe ich so gut wie alles flat. Und ja, es passt halt einfach jetzt so vom Vertrag her besser für mich. Und ich hatte mich entschieden, ja, boah, nach 2 Jahren neues Handy. Nur du hast die Auswahl zwischen so einem Krepelding, von wo du nicht mal weißt, was das... Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, den Anbieter kannte ich nicht, also den Hersteller kannte ich nicht mal. Oder halt von Samsung wieder mal was Besseres halt. Habe ich mich für das Bessere entschieden natürlich. Weil ich bin jetzt schon seit vielen Jahren bei Samsung. Was habt ihr? Nokia? Samsung? Apple? Ich weiß gar nicht, Apple stellt aber auch, glaube ich, Handys her. Nein, und wie ist denn das bei euch? Also ich habe ja schon mal drüber geredet, dass ab einem gewissen Alter meiner Meinung nach erst Handys erlaubt sein sollten. Und dass ich das halt nicht okay finde, wenn man dann schon so extrem früh dann halt schon Handy hat. Und deswegen, was sagt ihr dazu? Was habt ihr für Handys? Also, klar, ich sage jetzt auch mal so, wie es ist. Wenn man schon recht früh dem Kind ein Handy gibt, dann sollte es eher erstmal ein älteres Modell sein, weil die Kinder wissen meistens den Wert nicht zu schätzen. Ich habe kein Rad, ich werde gemütlich über die untere Straße schlendern. So. Deswegen, sie wissen das einfach nicht zu schätzen, was sie haben. Was? Grrr, woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Clever. Sehe und staune, ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Höhen. Man nennt mich Rätselmeister. Ja, erfreut dich kennenzulernen. Du bist hier um meine Rätselhaus-Herausforderung, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Trete hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. In der Schriftrolle ist ein Loch. Möchtest du hindurchgehen? Ja. So, dann müssen wir uns jetzt hier durcharbeiten. Das mache ich noch. Ich zeige euch noch das Rätselhaus und dann wird es aber später. Ich habe mir den Weg zum Sieg mit dem Zerschneider, den wir gerade gelernt haben, gebahnt. So. Oh, kurz mal gestreckt. Nee, es ist wirklich so, ich muss sagen, viele Kinder wissen den Wert gar nicht zu schätzen. Wenn ich so an so das eine oder anderen Fall, den so Freunde von mir erzählen, weil ich so mitkriege, dass, sagen wir jetzt mal, so ein 12-Jähriger kriegt eine PS4 geschenkt. Hat einen Tobsuchtanfall und schmeißt sie gegen die Wand, auf den Boden, was auch immer. Ich sitze dann jedes Mal da, wenn ich sowas höre. Oder wenn man halt auch diese, ihr kennt doch diese ganzen sinnlosen, ich nenne es mal Hartz-IV-Serien, die da im Fernsehen laufen. Frauentausch ist in meinen Augen sowas, also es muss nicht sein. Oder halt, verklagt mich doch. Oder ach, was es da alles auf den verschiedensten Sendern gibt. Ich muss dazu sagen, ich kenne das meiste nur, weil ich durchsteppe und es lese. Weil mir angezeigt wird, was da gerade läuft auf dem Kanal. So. Und jedes Mal sitze ich dann davor und wirklich, manchmal gucke ich das einfach, lasse ich es abends einfach laufen. Einfach, weil es kommt ja sonst nicht in der Glotze. Und ich schlafe halt am besten mit Fernsehen ein. Ist nicht das Beste, habe ich gelernt. Nee, und alter Schwede, was dort manchmal die Teenies, oder wenn ich habe ja auch so einen Fall, den ich kenne, wenn er zockt und einen schlechten Tag oder so hat und richtig sauer ist, dann schmeißt er den Controller einfach gegen die Wand. Ich habe mir letztens einen Controller angesehen. Paar 60 Euro. Schickes Ding. Ganz ehrlich, und wie gesagt, ich habe da so eine Konsorte, die ich da so kenne, die muss ich gefühlt alle 2 Wochen neuen Controller holen.
bist Hartz IV abhängig, sag ich mal dazu, ne? Also mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo die Leute das Geld hernehmen. Das ist schrecklich und deswegen sage ich mir, nee, kleine Kinder, in Anführungszeichen kleine Kinder, Jüngere, die ein Handy kriegen, ältere Modelle. Die wissen nämlich nicht zu schätzen, wenn sie dort so ein 600-Euro-Handy in der Hand haben. Zickzack-Brief gefunden. Schön. Weil ich muss dazu sagen, jetzt mal ganz ehrlich, mein Handy, mein erstes Handy war ein Urbach altes Schrottteil. Das hat keine 20 Euro im Laden gekostet. Das ist jetzt gar nichts mehr wert an sich, außer vielleicht für Sammler. Und nee, selbst das habe ich damals wie ein Schatz behandelt. Dafür, dass es nichts, eigentlich nichts wert war. Und jetzt habe ich so ein 600 Euro, naja gut, sagen wir mal 400 Euro Handy, vielleicht auch weniger mittlerweile. Ich habe das nicht im Blick. Und mal ganz ehrlich, nein. Dieses Handy ist ein Schatz. Ich hasse Handyhüllen. Ich muss dazu sagen, noch so hübsch die auch alle sind, ich hasse Handyhüllen an sich. Dieses Handy ist, seitdem ich es besitze, in einer Handyhülle. Es ist mir, seitdem ich es besitze, zweimal runtergefallen und die Hülle war kaputt, nicht das Handy. Ich bin nur zufällig in diesem verrückten Haus gelandet. Oh, der Ärmste. Und ich bin ganz ehrlich, man sollte schon wertschätzen, was man hat. Wenn man aber einem Kind alles schenkt und ihn sich seine Konsolen beispielsweise nicht alleine kaufen lässt, selber zusammensparen vom Taschengeld oder vom Weihnachtsgeld oder was auch immer. Sie wissen nicht, was für ein Wert dahinter steckt. Ich selber habe mir bis auf eine meiner Konsolen alle selber zusammengespart. In Anführungszeichen, eine habe ich halt ertauscht. Aber mal ganz ehrlich, das... Nee. Kinder wissen nichts. Wenn ich manchmal gucke, was mein Kind an Spielzeug hat und wie er damit umgeht, mir tut das im Herzen weh. Ich weiß, es ist halt schwer zu verstehen, so meine Ansicht, aber ich selber war leider viel zu lange im Hartz IV. Und ich bin auch eine von denen, ich will da nicht mehr hin zurück. Nein, brauche ich nicht. Will ich nicht. Ich habe jetzt einen Job, ich liebe meinen Job, ich bin gerne unterwegs bei meinem Job, also ich bin gerne im Job. Ich komme aber auch gerne abends heim und lasse einfach alles liegen und hinlegen. Bene lang. Oder aufnehmen halt. Oder zocken, anderweitig. Aber wie gesagt, wenn man sich das selber kauft und erspart und alles, man weiß, was für ein Wert dahinter steckt. Und ich finde, das ist halt wichtig, dass man das den Kindern sehr früh beibringt. Deswegen, wenn sie ein besseres Handy wollen, als das, was die Eltern ihnen geben, dann ganz ehrlich, Leute, Arsch hoch, Ferienarbeit, wenn ihr in dem Alter seid, das machen könnt. Oder Taschengeld sparen, nicht für sinnlose Klamotten teure ausgeben oder pipapo. Wirklich für das sparen, was man haben will. Dann wisst ihr, was für ein Wert dahinter steckt, wie lange wir Erwachsene dafür arbeiten müssen. Und ich wette, es... Mai findet eine Schriftrolle. Mai lernt das geheime Kur... Ja, okay. Und deswegen, ganz ehrlich, Leute. Wenn ihr später Kinder habt, von denen die zugucken und noch keine haben, macht nicht den Fehler, den ich bei so vielen anderen Müttern sehe. Mein Kind wird sich, wenn er eine Konsole möchte, die ich, sage ich jetzt mal, nicht besitze, Taschengeld sparen, selber kaufen. Bei mir gibt es nichts geschenkt. Ich musste mir auch alles selber ersparen, wie gesagt. Oder, gut, ich habe bei der einen Konsole, bei der PS2 damals, die habe ich unter dem Weihnachtsbaum gefunden, gebraucht. Nachdem ich meinen Eltern 6 Jahre auf den Sack gegangen bin. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich kenne ja, gut, wenn es so ein Familienverhältnis ist, sage ich jetzt mal, wie bei uns. Es ist kein schlechtes, sage ich jetzt mal. Aber meine Mom mag andere Kleidungsstücke als ich. Und ich habe schon sehr früh angefangen, von mir vom Taschengeld meine Klamotten selber zu kaufen. Einfach, weil mir nicht gefallen hat, was meine Mom mir gekauft hat. Da haben wir stille Übereinkunft gemacht, ich kriege ein bisschen mehr Taschengeld. Dafür kaufe ich mir meine Klamotten halt alleine. Und es war nie das Teuerste, was ich wollte. Es ging einfach nur darum, dass es mir gefällt und ich mich drin wohlfühle. Da blieb halt nicht so viel Geld zum Sparen über. Und deswegen bin ich meinen Eltern halt auf die Nerven gegangen, sage ich jetzt mal, ob ich nicht diese Konsole geschenkt kriegen kann. Gerade weil man sie ja nur noch gebraucht gekriegt hat, schon zu der Zeit. Ich habe die PS2 halt sehr spät erst besessen. Und ja, es ging 4-5 Jahre. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört zu betteln, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, gut, du hast das Geld ja jetzt fast zusammen. Du müsstest dir bloß über deinen Account deiner Eltern mal bei eBay reinklinken und mal suchen. Ja, das hatte ich dann nach Weihnachten vor. Das wollte ich dann im neuen Jahr machen. Mit dem Weihnachtsgeld und allem hätte ich halt noch ein bisschen mehr gucken können. Vielleicht auch gleich Zubehör, Spiele etc. Und da fand ich die unterm Weihnachtsbaum mit Spiele etc. Zubehör. So. War echt klasse alles. Haben meine Eltern auch sich super beraten lassen von Freundinnen, wem auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Und sie war nicht billig, so mit dem Ganzen drumrum, ne? Also ich hatte eine Fernbedienung dazu, ich habe da über die Fernbedienung Filme gucken können, war alles sehr schick.
Und ich muss aber halt sagen, ich habe das zu schätzen gewiss. Ich weiß es bis heute zu schätzen. Also diese PS2 und jetzt meine PS4 sind und mein N64 sind meine drei gepflegtesten Konsolen. Deswegen, und mein Handy halt. Aber man muss halt wirklich wissen, was dahinter steckt. Und Kinder können es erst, also man muss es ihnen beibringen. Ich muss so sagen, so mit 4 Jahren gut, sehr knapp. Aber wenn es dann so mit 6, 7 Jahren das auch zählen kann, weil es in der Schule ist und alles, spätestens dann sollte man sich dahinsetzen und dem Kind erklären, das ist teuer, das ist wertvoll. Das sind große Zahlen, mit denen hier jongliert wird. Deswegen sage ich mir, ich kann es meinem Kind nicht verbieten, wie er mit seinem Spielzeug umgeht, es ist seins. Das Rätselmeister ist sagenhaft, ja von wegen, ich habe mich ja bloß durchgeschnitzelt. Und wie gesagt, es ist halt, das muss man dem Kind wirklich beibringen. Ah, du hast mich gefunden? Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, all die Bäume zu pflanzen. Du bist meine Größe fast ebenbürtig, bis auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Gut, du hast dir diese Belohnung verdient. Sonderbonbon erhalten. Ja, der Grinsen von den Backen noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, ja. Also wir können jetzt gleich nochmal mit dem Blitzer rein. Ich werde das jetzt überspringen, einfach bloß. Was ich aber natürlich nicht vorhabe, denn die Aufnahmefrist ist um. Ich muss jetzt wirklich essen. Mein Magen fängt an zu knurren. Deswegen, wir werden uns bloß noch hinausbegeben, nochmal rüber ins Pokémon Center flitzen und dann werde ich dort mal eine Pause machen. So, ansonsten, wie gesagt, ich finde, Kinder müssen wieder lernen, alle Dinge wertzuschätzen, die sie haben. Generell, die Menschheit sollte das im Gesamten mal tun, mal wieder wertschätzen, was sie hat. Und nicht rumnörgeln, wenn was fehlt. Also ich bin erstaunt, dass ich auch so 2, 3 Freunde habe, wo ich sage, so, die sind glücklich mit dem, was sie haben. Die haben zwar so ein paar Wünsche, zum Beispiel ein Kumpel von mir, der möchte halt ein bisschen Geld noch ins Auto investieren und so. Aber ansonsten ist dieser Mensch rundum glücklich mit dem, was er halt hat. Und das finde ich halt in Ordnung. Es ist schön. Und ja, wir sollten einfach mal alle, wie gesagt, mal wieder wertschätzen, was wir haben. Und einfach mal dankbar auch vielleicht dafür sein. Einfach nur mal so noch zum Abschluss. Vielleicht grübelt ihr jetzt drüber nach, vielleicht auch nicht. Vielleicht sagt ihr euch, ja, hä, sie hat gut reden, sie hat Job. Ganz ehrlich, Leute, wie gesagt, ich war auch im Hartz IV. Ihr schafft das auch. Nein, also man muss einfach, man darf nicht aufgeben. Man muss sich einfach Mühe geben, man muss wirklich sparen können und man muss halt wirklich dankbar, also meiner Meinung nach, man sollte wirklich einfach auch mal sagen, ja, danke. Danke, dass ich das habe. So, jetzt habe ich genug doofe Themen angequasselt, euch genug die Ohren zugetextet. Dann beende ich die Aufnahme jetzt hier. Ich stehe da bloß sinnlos rum und labere euch zu. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Eventuell klappt das heute sogar nochmal. Vielleicht auch nicht, weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich nachher auch einfach mal so ein bisschen privat noch zocken. Oder mich endlich ums Rendern und Schneiden kümmern. Damit ihr jetzt auch die Woche wieder neue Folgen habt. So, dann sage ich Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir uns auf zum dritten Orden endlich machen. Und bis dahin. Tschüss.